Leute, da bin ich wieder und da gehen wir nicht nochmal rüber. Ich finde die Brücke nämlich scheiße. Ja. Auf dem Weg hierher ist Firion einmal gestorben. Brücke nix gut. Auf dem Weg hierher ist Firion schon einmal gestorben, weil die Hilgigas wieder meinten, wir sind richtig. Und wir haben rausgefunden, das Spiel, was er von meinte, hieß Battleforge. Genau, Battleforge. Ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, mal Testversion runtergeladen und gespielt von, aber. Kostet, das hat auch gar kein Geld gekostet. Nur dann, wenn du die Karten gekauft hast, hast du Geld dafür gebraucht. Ja, aber ansonsten musst du halt wieder Free-to-Play-mäßig die ganzen Karten selber freispielen, was im Endeffekt auch verdammt lang gedauert hat, glaube ich. Ich glaube, das ging noch nicht mal. Dann wäre es noch schlimmer gewesen. Ja, das war irgendwie, du musstest darauf hoffen, dass dir Leute welche verkaufen, weil du sie sonst nicht hättest freispielen können teilweise. War ja genau über Tauschsystem oder sowas, ne? Ja. Wie dumm. Das war halt. Wer tauscht deine guten Karten bitte schön aus gegen sowas? Säureflasche, was? Kommt durchaus vor, dass du halt auch bessere Karten einfach mal halt verkaufst, dann halt für richtig viel Kohle dann halt, aber. Das geht schon. Toxicum, okay. Na, das Item ist nicht wirklich sinnvoll. Ja, okay, aber ansonsten würde ich natürlich gute Karten gegen gute Karten tauschen und nicht gute Karten gegen Karten von irgendwelchen Leuten, die gerade frisch angefangen haben. Das ist das Problem. Naja. Aha, hier sind wir richtig. Ja, frisch angefangen. Also es würde relativ viel Glück und relativ viel Gefahr mit dann halt auch beinhalten. Es ist aber Free-to-Play. Also wenn man so drüber nachdenkt in dem Sinn, man kann es spielen, aber wenn man im Endeffekt was draus machen will, dann muss man schon ein bisschen was investieren. Ja. Ich frag mich gerade, also die ersten Facebook-Spiele waren, glaube ich, die Free-to-Play-Falte-Tür-Ära, aber Battleforge müsste dann ja theoretisch das Genre 3D-isiert haben, richtig? Oh, da ist jemand. Was bist du denn? Das sieht nach einer Chimäre aus. Das nicht unbedingt. Es gibt eine ganze Menge Free-to-Play-MMOs, die alle 3D waren. Ja, okay, stimmt. Die ganzen Billigsachen, die sogar noch vor Battleforge kamen, da hast du recht. Also von daher ist es nicht unbedingt. Moment, ich hab noch. Es war, glaube ich, aber das erste, was er irgendwie mit so einem Kartenspiel hatte. Ja, das System war relativ neu. Moment, Schwerter, Schlummerklinge, ausrüsten. Guy hat noch eine Kampfaxt in der Hand und ich glaube, wenn ich ihm noch so eine Windschneide gebe, dann wird er ein ganzes Stück stärker. Heilige Scheiße, aber Ja, ist doch gut. Doppelte Windschneide. Ja, das wird mir gut gefallen, weil im Normalfall sind solche Chimärenviecher. Chimera, will Ei! Weißt du, warum sagt er das? Offenbar, weil er Gedanken. Nee, stimmt, Guy kann mit Tieren sprechen, von daher war das wohl. Ja, noch sinnvoll. Okay. Oh, eine Chimäre hat dann auch noch einen Ziegenkopf. Das ist mal was Neues. Die ist aber verdammt klein, oder? Ja, und vor allem dieser Ziegenkopf, der da so an der Seite raus ist, der ist irgendwie un. Ich kenne Chimären so. Hätte ein bisschen anders. Halt mit Löwenkopf, den Flügeln und dem Skorpionenschwanz. Ja, okay, die gibt's auch, aber ich glaube, das ist mehr das Golden Sun Modell, um ehrlich zu sein, weil normalerweise Chimäre ist, glaube ich, Löwe, Ziege. Was war das dritte nochmal? Schlange gab's auch noch und diese Flügel. Schlange müsste das noch da sein, was da rechts aus dem Kopf rausragt, glaube ich. Ja. Obwohl es eher aussieht, als hätte das Vieh einen Schnabel. Ja. Ich hätte jetzt erwartet, dass das Vieh wenigstens doppelt so groß ist von der Breite her, weil ansonsten erscheint es mir nicht wirklich als ein Bossmonster, um ehrlich zu sein. Aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Wenn das Vieh mir jetzt nämlich übelst in die Fresse haut, dann werde ich gleich bereuen, was ich gesagt habe. Ah, Tatsache. Oh, 219 ist nicht wenig, da muss ich aufpassen. Wie bitte? Ja, teilt gut aus, steckt aber im Gegenzug nicht so sonderlich viel ein. Wie bitte? Was? Oh, du hast ein paar. Das soll ein Boss gewesen sein! Vielleicht auch nicht. Oh, Kopftisch. Alles klar, da hast du deine Drachensuppe. Nach keine Ahnung, wie lange wir gebraucht haben jetzt. Das Wasser der Quelle schimmert im schummrigen Licht. Ja, komm, leck mich. Ich verstehe gar nichts mehr, ey. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Eckhart, wo bist du? Ego, die Russen sind im Kille. Wo ist jetzt das Ei? Da ist das Drachenei, so. Wir ersäufen einen Drachen, macht Spaß. Ja, in Drachensuppe. Das Drachenei wurde behutsam in das Wasser getan. Ja, genau so sah das auch gerade aus.
Vor allem ist es auch wunderschön, wie es dann abgegluckert ist. Ja, und das Ei liegt jetzt versunken in den sicheren Tiefen der Quelle. Toll, darf ich jetzt einfach weggehen, oder was? Ja. Hä? Ja, keine Ahnung. Okay. Und jetzt? Ja, wenn jetzt daraus ein neuer Drache entsteht... Moment. Erstmal muss ich den Typen wieder umkloppen. Ich gehe jetzt noch einmal kurz hoch und gucke, ob man das Wasser betreten kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich sagen, wir porten uns einfach mal hier raus. Nein, hier kann man nicht hin, weil vielleicht braucht der Drache ja so ein bisschen Zeit, um aufzuwachen oder sowas in der Art. Von daher, wenn wir draußen sind, kommt dann großes Gebrüll und Drachenschwingen am Himmel und Party. Drachenschwingen am Himmel, da wird aber sehr schnell wachsen. Es ist mega viel Suppe da, also. Desto mehr Suppe, desto schneller geht das. Alles klar. Meinst du, er ist wie so ein Schwamm, er saugt die ganze Suppe auf. Nee, ich würde eher sagen, das ist so eine Art Gangbang-Party, die da unten gerade stattfinden könnte. Okay. So, gehen wir einfach mal zurück zu der Tusse und ihrer... Au, Maria ist ja schon wieder halb tot. Das sollte ich nicht immer vergessen, wenn ich mich rausteleportiere, ich Idiot. Zack. Ja, hatten wir schon. Fragen wir halt nochmal, was jetzt abgeht. Ist mir auch recht. Ja, der Drache ist tot, der kann jetzt nicht viel erzählen. Ja, dass wir jetzt das Drachenei da reingelegt haben, vielleicht haben sie jetzt ein paar Infos für uns, sowas, Neuigkeiten und so. Gespeichert. Hi. Ah, der Drache ist gestorben! Danke, Sherlock! Hätte ich nicht gedacht! Nein! Schön, dass du das auch schon gekriegt hast. Auch der letzte Drache ist von uns gegangen, aber dank des Eis, das ihr der Quelle des Lebens anvertraut habt, gibt es noch Hoffnung, irgendwann wieder wird es sicher seinen großen Schwingen ausbreiten, um die Rebellen zu Hilfe zu eilen. Um den Rebellen zu Hilfe zu eilen, oder? Ja, glaub schon. Ich möchte mich anstelle der Drachen bei euch bedanken. Danke, Schnüff. Ah ja, jetzt heult sie. Das ist ja süß, sie hat ja sogar ihre Hände vom Gesicht gehabt. Toll. Ja, und nu? Und jetzt wie weiter, Onkel? Ja, toll, jetzt habe ich schon wieder keine Ahnung, was abgeht, ey. Ja, Drache tot, heul rum, mimimi, fertig. Und schon wieder lässt mich das Spiel komplett alleine und ich habe keine Ahnung, was abgeht. Gut, bitteschön. Ja gut, weiß ich nicht. Geh zum Imperator, was weiß ich. Ich gehe jetzt zurück nach Hause und frag mal die Prinzessin Leia, was abgeht. Das ist eigentlich in dem Spiel hier die Prinzessin Hilda, die die Rebellen anführt, die ist sozusagen unsere Informationsquelle und kann uns immer sagen, was wir gerade tun dürfen. Von daher, wenn sie es jetzt nicht kann, dann hasse ich das Spiel wieder ein Stückchen mehr. Ich muss jetzt gucken, wo ich langfahre überhaupt. Okay. Wenn diese blöden Killerfische und Seeschlangen mich mal lassen würden, dankeschön. Ist aber auch schön, dass die Fische und die Seeschlangen erstmal an Bord gehüpft sind, dass du gegen sie kämpfen kannst. Es gibt heute Abend Sushi-Männer. So, fahren wir nach oben und dann durch die Meeresenge. So, zack, zack, zack. Man muss gut aufpassen, wo man hier jetzt anlegt. Das Schiff kann überall an Land gehen. Das letzte Mal, in der Aufnahme, die noch nicht hochgeladen ist, bin ich einen Schritt aus Versehen an Land gegangen und da sind mir Sandlöwen begegnet oder solche Ameisenlöwen oder sowas. Mhm. Und die Biester haben im Dreierpack beschlossen, mir richtig, richtig den Arsch aufzureißen. So 400 Schaden mit einem Schlag. Ja, okay. Das ist mal Hausnummer, würde ich mal behaupten. Mhm. Und ich hatte mich fast verspeichert, von daher war das richtig lustig. Oh, Höhlentaucher. Was, Höhlentaucher? Höhlen oder Höllen, auf jeden Fall irgendein Vogel anscheinend, der nach Fischen tauchen will. Höhlentaucher, ja, Höhlentaucher, das macht mehr Sinn. Da, Höhlentaucher. Ich bin nicht so, ja, Höhlentaucher, lesen ist nicht so. Er taucht in die Hölle hinab, um die Seelen wieder rauszureißen, die Hades sich gefordert hat. Hoffentlich schmecken sie gut. Ja. Na, ich weiß nicht. Ich glaube, das schmeckt nicht so gut. Das ist so immer so geschmacklos. Haha, geschmacklose Seelen. Haha. So, da oben will ich hin. Oh, so glaube ich zumindest, dass ich hier hin muss, weil das... Monster Viper. Das sind die ganz schwachen Monster. Eine Monster Viper, die aussieht wie so ein Rankenviech? Frag mich bitte nichts mehr in der Art. Ich habe keine Antwort mehr zu diesem Spiel zu geben. Aber das war die falsche. Ja. Hier müssen wir hin. Ah, okay. So, das ist nämlich die Stadt Altea. Altea. Die den Rebellen gehört. Alderaan. Altea. Na gut, eine gewisse Ähnlichkeit.
Ah, stimmt, und das ist Alderaan. Du hast recht, weil die Stadt hier wurde von dem Todesstern zerbombt. Nicht zerstört, aber wenigstens zerbombt. Und die Wachen sind alles französische Musketiere? Ja, die haben direkt aufgegeben, als das Schiff angeflogen kam. Die haben ernsthaft einfach aufgegeben? Okay, übrigens, das ist der Emo-Prinz, dass wir schon mal bei den Franzosen angekommen sind. Nichts gegen Franzosen da draußen, bitte guckt meine Videos weiter, ich liebe Franzosen, so. Moment, jetzt hatten wir das Kind, die Mutter, dann bin ich ja wieder dran, glaube ich. Mit Prinzessin Hilda stimmt etwas nicht, ich kann es mir nicht erklären, sie lacht nur, wenn man sie anspricht. Dann ist das doch gut. Sie lacht nur, wenn man sie anspricht. Sehr gut. Das könnte vielleicht mit dir zusammenhängen, mein Großer. Das ist eine tolle Beobachtung, hallo? Du hast eine Person, die nur lacht, wenn man sie anspricht. Wahrscheinlich erwartet dieser blöde Gordon-Prinz-Typ, dass die ganze Zeit vor sich hin gackert. Ja, keine Ahnung, vielleicht hätte er auch mal eine Hose anziehen sollen, damit sie nicht immer auslacht. Das könnte auch sein. Hallo Hilda, deine. Warum muss ich die Frau nehmen? Weil ich es kann. Virion, ich möchte dich gerne alleine sprechen. Oho. Wir haben schon Drachensuppe gehabt heute, nein danke. Okay. Ja, Quatsch, was Mädchen. Ja, erstmal drehen wir uns 30 Mal im Kreis. Wie ihr wünscht, Hoheit, wir warten draußen. Vor allem alleine und dann sind trotzdem alle Viere da. Ja, die folgen mir sowieso auf Schritt und Tritt. Ah, okay, jetzt doch alleine. Ja, sie ist schon im Bett. Gut, was kommt jetzt? Ja, jetzt ist der... Also komm! Jetzt ist der Bildschirm auch noch rosa und sie gackert vor sich hin. Ach komm! Die Musik. Die Musik, hör mal drauf. Ja. Schwanensee. Ja, ja. Oh, Moment. Ja, stimmt, kommt hin. Kommt nah dran. Es ist der Schwanensee. Übrigens immer noch dein Text. Immer noch, Hihihi, komm her zu mir! Ja, ich nicke. Prinzessin. Moment, das geht doch gar nicht. Denn das wäre jetzt gerade im Moment, das heißt, dass Luke und Leia es erstmal miteinander getrieben haben. Nee, das ist... Naja, die hatten ja auch was miteinander. Ja, okay, wirst du rausgefunden... Nee, haben sie noch mal am Ende rausgefunden, dass sie verwandt sind? Das war ja, jetzt gar doch, nicht mehr. Ja, doch, haben sie. Oh, erinnere dich an den sechsten Part, wo sie zu Han Solo meint, als sie an den Himmel guckt und er meint, ich lasse euch dann zufrieden und sie meint, nein, es ist nur mein Bruder und irgendwie so. Ich kann es jetzt nicht genau rezitieren. Ja, da hast du schon mehr Erinnerungen als ich gerade dran, ehrlich gesagt. Ja, okay. Nun mach schon, sei nicht so zögerlich, das steht ja nicht. Alles klar, okay. Also wenigstens werden wir für die Dreiviertelstunde in diesem Moderloch da drüben belohnt, ne? Ja, das ist echt so. Das war die höfliche Aussage für nimm mich, du Sau. Ja, Majestät.